Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Among Trees, immer noch am 10. Tag. Wir haben ja nun die Angel gebaut, wir haben einen neuen Freund. Haben wir den jetzt nicht mitgenommen? Komm, ich nehme dich mit. Komm, mein Guter, komm. Ja, einen neuen Freund haben wir. Und ja, wo ist denn jetzt hier das Wasser? Da müssen wir... Sind wir falsch gelaufen, wir müssen da runter, genau. Ja, und mal sehen, was der uns da so bringt oder nicht bringt. Ich glaube, wir müssen da lang. Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Wo ist denn hier der Eingang? Hier ist der Eingang, laufen wir hier lang. Unser kleiner Freund. Ja, der mag Fisch, wir brauchen Fisch, wir müssen angeln gehen. Momentan ist er nicht hungrig, aber das muss ja jetzt nichts bedeuten. Und ich wollte ihn nicht nach Hause schicken. Hammerhaft. Der schleicht uns hinterher wie ein Schoßhund. Echt schön. Schön gemacht. So, als erstes werde ich mal hier meine Wasserflasche auffüllen. Und wir trinken nochmal was. So, dann die Wasserflasche refill. Und die müssen wir mal ausrüsten. So, dann stellen wir uns einfach mal hier hin und hoffen, dass das irgendwie passt. Und wir etwas sehen, wo wir das auswerfen können. Ich muss es mal ein bisschen probieren. Okay, und dann... Ja. So wird es also eingezogen, okay. Und so wird es gestoppt. Ja, wir müssen auf diese Wasserringe achten, also diese Stupser an der Wasseroberfläche, wenn die Fische kurz hochkommen. Um vielleicht irgendwas zu jagen. Hier zum Beispiel. Oh, okay. Also, wenn wir das halten, dann wird es eingezogen. Also immer die andere Richtung halten, wie der Fisch schwimmt, um das mal so zu sagen. Ich schwimme dann nach links, ziehen wir nach rechts. Okay, ist es zu hoch, wird die Leine brechen. Ist es zu wenig, wird der Fisch uns entkommen. Oh, oh. Nein. Nein! Oh wow. Na, man muss da erstmal ein bisschen üben, ne? Oh wow. Das kann ja was werden. Unser armer Fuchs. Ich glaube, das ist extra, weil wir... Der hat uns verarscht. Der verarscht uns die ganze Zeit. Okay, ich mach das mal von hier. Vielleicht geht das hier besser. Noch mal einholen. Aber das ist keine schlechte Sache mit dem Angeln. Hammerhopp. Kommt er überhaupt zu uns? Ja, sieht so aus, ne?
Hammer. Jo! Krasse Sache! Du, wir haben was. Wo bist du hin? Hallo? Auch hier. Wie sieht's denn aus? Hast du Hunger? Nö. Okay. Dann gehen wir zurück. Schöne Sache. So, die Sonne geht unter und dann würde ich sagen, wir gehen zurück und ja. Schau mal, ob wir schon dann zu Hause sind. Wenn die Sonne unten ist, dann können wir gleich schlafen. Und wir haben das mal probiert mit dem Angeln. Das ist ja echt was Feines. Das ist echt cool. Einen Fisch habe ich auch für dich. Ich hoffe, der hält sich eine Weile. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir hin müssen. Dahin müssen wir hin. Gut, dann einmal hier rum. Hier sind Bienen, Vorsicht. Bist du da? Ja, schön. Jetzt wäre die Frage, wenn ich den nach Hause schicke, also go home, geht er dann zu sich nach Hause oder geht er hierher nach Hause? Das wäre eine interessante Frage. Aber niedlich finde ich es trotzdem. Schön gemacht. Auch mit dem Angeln. Kommt, setz dich hin, jawohl. So, den Fisch. Für was brauchen wir den eigentlich? Für was anderes? Wir haben Wasser, wir haben Holz. Holz haben wir nicht so viel, ne? Aber ist kein Problem. Ja, schön hinlegen. Fein gemacht. So, dann würde ich das hier reintun. Hier würde ich auch die Gräten reintun. Das können wir dann für die Nähstube gebrauchen. Die Angel, ja. Ich würde es jetzt nicht immer mitschleppen, aber schöne Sache trotzdem. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. So, den Kompass, den bauen wir, wenn wir das, die Materialien dafür haben. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sinnlos da Zeug opfern. Das könnten wir machen. Wir haben das und wir haben zwei Kalk. Da könnte man Leim herstellen. Ja, aber wir können auch erstmal schlafen gehen. Und das werden wir auch tun. Da würde ich noch eine Suppe mit rübernehmen. So, die ist okay. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Gute Nacht, Fuchsi. Und ja, bis gleich. Tag 12. Guten Morgen. Hallo, mein Guter. Hallo. Na du? Na du? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Bist immer noch nicht hungrig. Ah, den kann ich sogar Loot suchen lassen. Das ist natürlich was Schönes, ne? Aber ich würde dich gerne, dass du mir folgst. Na, wir sind jetzt ein Team. Und ja. Den Fisch tue ich mal zurück. Ich weiß nicht, ob du den gebraten oder ob der denn roh ist. Du isst den bestimmt roh, ne? Oh, da haben wir sehr viel drin. Okay. Die Angel lasse ich mal da. Die brauchen wir nicht. Wasser haben wir dabei. Wir haben die anderen Sachen dabei. Ich brauche, glaube auch nicht, dass ich das jetzt brauche. Deswegen würde ich es einfach mal da lassen. Wasser trinken, also trinken und essen, Axt und Verband und für die Kisten die Dietriche. So. Hier waren noch Kisten. Hier waren wir gewesen. Hier hinten, wo waren wir? Irgendwo hier hinten waren Kisten. Hier waren Kisten. Und wo warten das noch? Hier oben waren Kisten. Okay. Da würde ich sagen, schlagen wir einfach mal die Runde. Und fangen mit der Richtung an. Da ist unser Haus. Jawohl. Mit der Richtung fangen wir an. Und dann schauen wir mal, was wir in den Kisten jetzt finden. Das wäre erstmal wichtiger, dass wir nochmal Nägelbolzen oder also was mitnehmen. Und was vielleicht sonst noch rumlag, was wir keine Zeit hatten. Ich würde jetzt mal auf Essensbesorgung verzichten. Ein Fisch für einen Fuchs haben wir auch. Das sollte also passen. Und wir können natürlich gerne hier einen Schluck trinken am Teich. Ja. Machen wir auch. So. Und da warten wir noch ein bisschen, denn wir haben ziemlich viel, was uns das auffüllt. Da würde ich einfach noch ein bisschen warten. Ne?
So machen wir es. Okay, dann nehmen wir jetzt den Dietrich, tun die Kisten öffnen von den verschiedenen Stationen, wo wir waren. Und dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir mal schauen, was uns ein Zelt kostet, beziehungsweise ob wir irgendwo dann nochmal eine Blaupause finden für ein Zelt. Das wäre natürlich ideal. Ich weiß nicht genau, oder wir können es irgendwie freischalten. Müssen wir mal schauen. Und du folgst mir? Wo bist du? Hallo? Gott, ist der süß. Also die muss ich mitnehmen, die kann ich nicht stehen lassen, das tut mir leid. Rübe ist das Einzige, was ich nicht stehen lasse. So, aber was ich mich gerade frage, warum ist... Ach, weil wir die rausgetan haben, okay. Gut. Okay, die Kisten sind hier. Die haben wir ja noch nicht gelootet. Einmal E für aktivieren und dann einmal E zum Halten. Und dann haben wir es. Nehmen wir alles mit. Einmal E, zweimal E. Ich weiß auch nicht, ob der ewig hält, der Dietrich. Allerdings, wenn man natürlich hier Ressourcen wiederkriegen, würde es Sinn machen, dass der auch ab und zu mal kaputt geht. Ne? So, okay, ich glaube, hier hat man alles. Schauen wir mal hier. Ne, das war okay. Da liegt noch eine Kiste, oder was heißt liegt, steht eine Kiste. Hat man das hier? Ja. Starving, das heißt, wir werden die mal essen. Und dann geht es uns wieder gut. Wo war denn jetzt die Kiste hier? Okay, sehr schön. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir sind. Wir sind hier. Der Bär ist irgendwo hier. Das heißt, wir müssen uns irgendwie hier durchschmuggeln. Aber war hier oben nicht auch noch eine Station, wo wir gelootet hatten? Oder war das das? Schwierig. Haben wir das nochmal gelootet, ne? Oder? Ne, das hat man gelootet. Dann wäre das und das noch offen. Okay. Gut, dann machen wir das so. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo sind wir? Einmal hier durch, am Fluss entlang. Am Fluss entlang wäre eigentlich ideal, ne? Fluss entlang wäre hier eigentlich. So, Sticks nehmen wir auch mit. Wenn wir wieder was kochen müssen. Ich möchte es immer so haben, dass wir zwei, drei Essen da haben. Eins davon haben wir vielleicht mit unterwegs. Das wäre vielleicht ideal. Dann, wenn wir einen Pilz unterwegs sehen, können wir den auch ernten und essen. Und solange wir nichts brauchen, würde ich auch jetzt erstmal kein Essen mitnehmen. Allerdings einzige Ausnahme sind die Rüben. Denn die, naja, es ist immer schade, wenn man die stehen lassen muss. Und das habe ich jetzt schon einige Male müssen. Das ist dann nicht so schön. Jetzt muss ich mir überlegen, wo der... das war. Natürlich könnte ich jetzt auch dem Fuchs natürlich auf die Pirsch schicken. Aber ehrlich gesagt, nö, will ich nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt den Bären hier oben umgangen, ne? Der ist ungefähr hier. Ja, sehr schön. Schlagen wir uns hier durch, entlang des Flusses. Und alles ist gut. Ja, das ist der grobe Plan. Aber ich glaube, wir haben hier den Wasserfall. Ne, da können wir durch. Okay, da können wir durch und danach kommt das Gebiet, wo die Kisten waren. Ja, das müsste passen. Geht eigentlich unser Fuchs mit durchs Wasser? Das ist ja unglaublich, wie ein Schoßhund. Aber es ist natürlich total prickelnd gemacht. Ne, diesmal kein Hund, sondern einen Fuchs als Vasallen. Schöne Sache. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ja, müssen wir. Leider. Den nehme ich mal mit. Haben wir was zu essen? Was ist das? Nix. Ne, da kommen wir nicht hoch. Dann müssen wir hier lang. Okay. Kriegst du heute Abend lecker Fischchen, ne? Ich hoffe, der ist dann noch gut. Ansonsten, ja. Aber das ist natürlich auch cool gemacht, ne, wenn man den mit versorgen muss. Schöne Sache. Okay, können wir nicht essen. Dann machen wir das so. Okay. Schon geht es uns besser.
Ja, ich weiß nicht, inwiefern der sich mit dem Bären auch anlegt. Also ich möchte das kleine Tierchen natürlich auch nicht verlieren. Na, ist das hier eine Rübe? Rübe. Sehr gut. Nehme ich auch mit. Hier ist noch eine Rübe. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier in den Kisten haben. Einmal gedrückt halten und ja, nehmen wir doch mit. Schauen wir mal rein. Können wir gleich noch eins essen. Läuft. Wie gesagt, ob die nachspawnen, weiß ich nicht. Was ist denn jetzt? Und dann ist gut. Bist du geschafft? Bin ich dir zu lange unterwegs? Oh, er ist hungrig. Ja, wir essen zu Hause. Wir sind förmlich schon auf dem Rückweg. So, ich schau nochmal. Jetzt sind wir natürlich hier und das wäre der nächste Punkt. Ob wir das noch hinkriegen? Ich denke schon. Oh! Und ich habe keinen Platz, ne? Oh no. Stelle merken wir uns. Wo ist die Stelle? Die ist hier vom Haus, nicht weit entfernt. Okay, merken wir uns auf jeden Fall. Das sind etliche. Denn wir müssen ja noch die anderen Räume ausbauen und dafür braucht man mindestens 18 Stück. 6 oder 7 haben wir schon, glaube ich. Und das wäre fast das Fehlende, was wir noch benötigen. Ich muss mal schauen. Kurskorrektor nach da. Sehr schön. Hält es noch ein bisschen durch, ja? Dann gibt es auch gleich zu Hause was zu essen. Muss ich mir angewöhnen, dann vielleicht auch noch einen Fisch immer mitzunehmen. Hammerhart. Jetzt muss ich mal schauen, wo sind wir? Wahnsinn. Einmal links. Ja, ich brauche irgendwie einen größeren Rucksack, habe ich den Eindruck. Das reicht nicht. Ich hoffe, dass es da noch was gibt. Wir können mal in das Crafting-Tool dann schauen, ob da noch ein größerer Rucksack möglich ist. Muss ich mich nochmal hier hinstellen oder müssen wir nochmal schauen? Da ist unser Haus. Das wäre dort. Und dann wäre der Platz rein theoretisch. Tja, gute Frage. Nicht dort, oder? Schauen wir mal. So, ich schaue nochmal auf die Karte, ob wir richtig laufen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Das nehme ich mit. Ich hoffe, dass wir hier nicht umsonst hinlaufen, eine Kiste öffnen und dann sind wir voll. Das wäre ultra unprickelnd. Okay, wir sind direkt voraus. Sehr schön. Ja, hier muss es sein. Komm, da sind die Kisten. Jawohl. Sehr schön. Die Samen brauche ich nicht. Können wir das mitnehmen? Jawohl. Okay.
Das gute Jute-Seil. So, das hat man schon, oder? Ja, hat man schon. Gut. Dann würde ich sagen, ja, Ausbeute war jetzt nicht ganz so, wie ich mir es gewünscht hätte. Aber besser als nichts. Und wir haben irgendwie einen Samen aufgenommen, den ich auch nicht wollte. Aber gut, dann ist das so. Und ich würde sagen, wir kehren zurück. Die Sonne geht unter. Ich gebe dir gleich was zu essen zu Hause. Na? Dann werde ich selber vielleicht noch was essen und dann sehen wir weiter. Okay. Hier, den nehmen wir mit. Hallo Piepmatz. Halt. So, wunderbar. Ja, dann muss ich morgen wahrscheinlich als erstes wieder fischen, dass ich für dich Fisch habe. Und dann vielleicht auch zwei Fische oder so. Also das mit dem Fischen ist nicht ganz so einfach, finde ich. Chicorée. Okay, die drei Plätze haben wir abgegrast. 1, 2, 3. Den anderen hier vorne hat man schon abgegrast. Dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das Zelt rankriegen. Oder wir machen halt eine längere Exkursion. Aber über Nacht ist das eben ein bisschen blöd, ne? Das zieht uns Lebenspunkte ab, wenn uns zu kalt wird. Und ja, mit Fuchsi müsste ich dann immer Fisch dabei haben. Und naja, müssen wir mal schauen. Na? So, komm mal rein hier. Leg dich mal hin, jawohl. So. Das kommt rüber. Das kommt hier hin. Und. Ja, fein. Na, schicki, oder? Hat es gereicht? Bist du satt? Oh, bist satt, das ist sehr schön. So, warte mal, dann machen wir nochmal streicheln, ne? Ja, streicheln ist fein. Zu trinken suchst du dir ja selber, ne? Okay, haben wir geklärt. Gut. So, das kommt hier rüber. Das schaffe ich mal hoch. Das kann oben bleiben. Das kommt mal hier rein. Ja. Sehr gut. Holz brauche ich jetzt nicht und das brauche ich erstmal auch nicht. Sehr gut. Okay. Ich glaube, wir müssen was zu essen machen, ne? Die würde ich eigentlich mal hochtun. Die haben hier unten, glaube ich, nichts zu suchen. Ich komme mal hier hinten mit bei den speziellen Früchten mit. Ne, das wollte ich nicht. So wollte ich das. Genau. So soll es sein. Ja, das kommt mit hier hinten rein. Wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz in die Küche. Und du, mein Guter, du kannst eigentlich mal hier bleiben. Jawohl, mach das bequem. So, wie sieht denn das aus hier? Das bringt natürlich das. Das will ich eigentlich nicht so. Aber universell gesehen wäre das natürlich eine sehr gute Lösung, ne? Mach mal so hier. Du mal die Pilze verarbeiten. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wenn wir irgendwelche Schaden an unserem Temperatur oder sonstigen haben, dann können wir da ein spezielles Essen draus basteln. Das wäre nicht das Problem, aber momentan würde ich es einfach so belassen, wie es ist. Und ja, müssen wir mal schauen, ob wir die irgendwie hier wegkriegen, dass wir davon nicht so viel rumliegen haben. Die zwei und die zwei, das wäre vielleicht nochmal eine Lösung. Halt, das wollte ich nicht. Das... Dann die Holzsticks zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch eine vernünftige Suppe draus basteln können. Okay. Die bringt viel Leben. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht so, ne? Aber weißt du was, wir machen es trotzdem. Das wird eigentlich so ein bisschen eine Wundermedizin hier, das Ding.
Sehr schön. Warte mal, haben wir da noch irgendwas, was wir noch reintun können? Was ist denn das hier? Oder das? Die macht das. Die macht das. Nee, gefällt mir auch nicht. Macht denn die Muschel hier? Wenn das überhaupt eine Muschel ist, aber das sieht man zumindest so aus, aber es könnte eher auch so ein exotischer Pilz sein. Ja, ich mache ja nochmal so ein Superessen. Ja. Haben wir überhaupt noch genug? Ja, es wird knapp. Das wird wohl nicht fertig werden. Okay, ich würde sagen, ich esse mal hier irgendwie was. Das ist so ein super Essen, das will ich nicht essen. Ich würde gerne das vielleicht essen wollen. Okay. Na gut, dann machen wir das so. Das reicht nicht, ne? Haben wir noch Sticks oben? Nee. Na komm her. Oh. Doch, Sticks haben wir noch. Sehr gut. Du kannst dich schlafen legen, mein Bruder. Ich komm gleich. Okay. Sehr schön. Dann einmal hier rüber und einmal dahin und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, gute Nacht und ciao, ciao. Macht's gut.